Leute. Na, so, und heute spielen wir Mad Games Tycoon 2. Ja, herzlichen Glückwunsch zur Gründung des Game Studios Stando Gaming. Mad Games Tycoon 2 ist eine Zeitreise durch die Geschichte der Spieleindustrie. Baue deine eigenen Büros, Produktionsstätten und Serverräume. Entwickle die Spiele deiner Träume und produziere die nächsten Next-Gen-Konsolen. Steige von einer kleinen Garagefirma zu einem riesigen Konzern auf. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei Mad Games Tycoon 2. Ich werde die Grundlagen des Spiels erklären. Fangen wir damit an, wie du die Kamera bewegen kannst. Junge, ich weiß doch, wie das hier geht. Das brauche ich nicht. So. Ich habe nämlich das schon mal angetestet. Das heißt, ich weiß schon ein paar Dinge. So, wir machen hier erstmal auf Pause. Wir hier, also das Jahr, wo wir tatsächlich anfangen, ist 1976. Das heißt, es geht immer weiter, bis man halt bei 2020 angekommen ist, weil dieses Spiel nur bis 2020 geht. So, wir müssen jetzt aber erstmal hier einen Entwicklungsraum halt bauen. So, und dazu würde ich sagen, machen wir es so oder so. Ja, wir machen es so. Wir können auch diese Ausstattung direkt selber platzieren lassen. Aber wir machen hier eine Tür hin, weil dann können wir hier noch ganz viele andere Räume. So, machen wir hier 87.000 und jetzt seht ihr hier diese ganzen Räume. Genau, dieses Auto können wir direkt mal verkaufen, weil das brauchen wir nicht. So. Genau, dann machen wir das hier weg und bauen noch einen Raum, nämlich Forschung. Denn wir brauchen auch eine Forschungsabteilung. Und die kommt tatsächlich hier hin. Und platzieren wir auch einmal. So, dann haben wir jetzt hier einmal tatsächlich die Leute, die programmieren und was weiß ich machen, und hier diese Forschungsleute. Natürlich können wir auch Leute, die nicht von Forschung irgendwie sind, da reinpacken. So, ich würde jetzt, sag ich mal, anfangen, direkt ein Spiel zu programmieren, da es scheiße ist. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also ich denke mal, ihr wisst, was ich damit gemeint habe. So, wir fangen jetzt auch an, erstmal ein Spiel zu entwickeln. Nämlich ein neues PC- und Konsolenspiel. Ja, dieses Namen würde ich einfach mal kurz irgendwie zufällig sagen. Oh, Carmen. Good May Quiet. Malo Party, Sad Story, Full Life. Ja. Achso. Also bevor wir das natürlich machen können, Leute, muss ich mir hier ein Dings zuweisen. Weil ich sonst, genau, jetzt ist hier der Leitungsdesigner ich. Da verdiene ich dann auch. Und dementsprechend komme ich mehr. Weiß ich nicht. Ach, egal, Leute. Vergiss, was ich gerade gesagt habe. So, Spielgröße ist B, weil wir haben aktuell nichts anderes. So. Natürlich ein Denkspiel. So, Hauptthema Evolution Mode. Römisches Reich. Ja, Mode, ne? So, dann gehen wir hier mal weiter. Plattform Tepl 1, Rabatt, Entwicklungskosten 3.300. 0,2, was? Marktanteil 0,2, dann ist das hier 1,9. Machen wir Tepl 1. So. Alle Sprachen, ja. Ah, das hier ist alles an. Okay. Weiter. Ja, passt alles. Genau. Hier haben wir alles schon freigeschaltet. So. Dann können wir das für 34.000 abschließen. Aber wir brauchen natürlich auch noch gewisse Leute, die hier irgendwas können. So. Gehen wir hier mal auf Game Design. Okay, der ist ganz gut. Dann packen wir den auf jeden Fall rein und stellen den ein. So. Game Design. Jetzt haben wir einen Programmierer, können wir auch nochmal einstellen, wobei wir halt schon einen haben. Also ich bin ja Programmierer, aber besser mehr als gar keinen. So. Grafikdesign ist scheiße. Musik und Sound ist auch scheiße. Marketing und Support ebenfalls. Game Testing ebenfalls. Hardware und Technik auch. Forschung. Da brauchen wir natürlich einen, weil wir sonst nicht anfangen können. Wir können auch mal hier gucken. Guck mal, Adventure, Geschicklichkeit, Rennspiel.
So, Gameplay-Features. So machen wir das. So, machen wir hier mal auf Play, damit ihr hier alle anfangen zu arbeiten. So, also es gibt halt definitiv viele Bugs. Das ist übrigens das Logo von mir. Na, Glücklichkeit ist nicht so gut. Diese Anzeigen würde ich darüber, ob dann ein Raum keine Aufgaben zugeben. Achso. Ja, wir können die Entwicklungskosten 400.000. Ja, komm. Wir packen, wir machen doch weiter. Gameplay. Alles heiß. Irgendwas. Wir machen wir das auch nochmal. Wir können jetzt mal gucken, ob hier neue Teamleute gibt. Oh ja. Tatsächlich, also es haben sich jetzt ein paar Leute hier anscheinend gedingt. So, also einen können wir hier reinstellen, weil der ist ziemlich gut. So. Brauchen aber einen in Grafikdesign, glaube ich. Ja, Grafikdesign ist halt noch scheiße. Musik? Okay, Musik und Sound ist gut. Dann stellen wir den hier ein und da haben wir noch einen Platz, wo wir tatsächlich hier Game Design war das, genau, den hier noch reinpacken können. So, jetzt ist das auch voll. So, hier seht ihr gerade, dass wir sehr viele Ausgaben haben, aber man muss ja auch immer am Anfang anfangen. So. Sonstiges. B+, ja, es kostet 50.000, ne? Und dass ich das da immer antippe. So. Machen wir hier mal Adventure, würde ich sagen. So. Ich würde sagen, na, es hat doch 15 Bucks. Hm. Ah, komm, wir lassen uns doch mal fertig dingsen. Mal kurz gucken, wie teuer das jetzt ist. Ja, 47.000. Also es sollte 50.000 kosten. Geschicklichkeit auch nochmal. Wir geben hier unsere Kohle aus, die wir haben, damit wir sehr gute Spiele entwickeln können. So, wenn es jetzt hier noch auf 5 geht, wäre das optimal. So, jetzt machen wir auch jedenfalls keinen mehr. Okay, 3 Bugs gibt es noch. Okay. Aber was wir auf jeden Fall nochmal machen könnten, ist ein WC, weil wir haben nämlich keins. 3x3 sollte eins sein. Okay, das ist 4x3. Nee, kein Fenster. So. Ja. Damit die auch auf Klo gehen können. So, Rennspiel ist fertig. Perfekt, so. Cooler. Publisher suchen. Vergütung. Das hier, weil da hat mehr Marktdingsbums, also spielen das auch eventuell mehr Leute. Ja, hier haben wir jetzt noch nichts, weil wir da noch nichts auswählen konnten. Ja, 52%. Ein Denkspiel, okay. Neue Freitumsspiele portieren. Einige Fans hatten sich eine höhere Watt. Hab ich denn schon Fans ab? Ja, 8 Fans habe ich, wow. Okay, Spiel entwickeln. Nee, ich bin der. So. Spielgröße haben wir immer noch B, Standardspiel. Ja, wieder Denkspiel. Oh, warte mal. Moment. Also das hier hat 71%. Markt niedrig. Niedrig. Ja, liegt daran, Beliebtheit der... Na, machen wir das. Machen wir Rennspiel, aber natürlich auch Mode. Natürlich müssen wir noch einen Namen. The Legend of Zelda. Mario Party. Mario Party war bedeutet das wahrscheinlich. Ja, machen wir das. So, dann packen wir das hier alles noch dazu. Leider kostet das jetzt schon 40.000. Oh, let's go. Dann können die hier nichts machen, weil die nichts können. Okay, let's go. Gucken wir mal, gleich müsste wieder ein Update kommen. Ja, so viele Dinger. Einige Fans hätten sich einen besseren Missionsdesign bei Full Life gewünscht. Einige beschweren sich darüber, dass Full Life zu einfach ist. Ja, Junge, kann ich doch nichts führen. Spiel wurde gespeichert, ja, okay.
Ja, Mario Party ist jetzt fertig. Oh, es hat 26 Bugs. Also es hat kein Hype. Entwicklung fortsetzen. Okay, ist jetzt 15.000 im Plus. Leute, ich habe sehr viel Minus gemacht, also ich muss jetzt hier ein bisschen Plus machen. Ah, wird teuer. Okay, nice. 34.000 Plus gemacht. 87 Leute kennen diese Spiele. 90. WC. Was? Okay. 43.000. Oh, 61. Oh, ja. Leute, wir haben unser erstes Geld auf jeden Fall geschafft. Oh, ein Messestand. Größerem des Messe. Der Messe. Warte mal. Spiele. Ja, muss ich einen mittleren Stand machen. Ja, weil ich habe ja nur zwei Spiele. Und das ist in Entwicklung. 1976. Ja. Konsole habe ich noch nicht. Will ich aber auf jeden Fall auch machen. So. Boah, 678 Fans gucken sich das an anscheinend. Okay, nice. Bin ich mal gespannt, wie sie Mario Party finden. Ich habe jetzt wieder Plus gemacht. Aber irgendwie mache ich nicht trotzdem nicht viele Plus. So. Also das hier, was auch mal das ist, also das hier sind Bugs. Jetzt ist es gleich runter von den Bugs. So, jetzt müsste es fertig sein. Ja. Okay, also das hier ist Technik. Neuer Rekord. Grafik ist scheiße. Die Grafik muss noch besser gemacht werden. Entwicklungsplattform ändern. Gameplay Features. Na, ja, habe ich ja alle drin. Ja. Grafik muss noch irgendwie geiler werden. Grafik ist scheiße. Also wenn die Grafik nicht so schlecht wäre, dann könnte das ein Hit sein. Game Design, die Grafik sein. Das hier. So. Grafikdesign muss ein bisschen besser werden. Haben wir noch einen für Grafikdesign? Ja, den hier. Packen wir den mal bei Forschung rein. Was nicht? Hier ist ja alles voll. Egal. 7 von 6. Okay, egal. Leute, das wird eine sehr teure Angelegenheit. Also Musik ist 51. Ach, Leute, wisst ihr was? Wir veröffentlichen das jetzt. Publisher suchen. Oh, das hat nur 2 diesmal. Machen wir einfach mal Data West, würde ich sagen. Okay, jetzt gibt es auch schon mehr Sachen, die da drin sind. Ist, glaube ich, ein besserer Dings, 55. Warte, es sind zu viele. Der hier. Nee. Der hier, Mitarbeiter entlassen. So, tschüss. Bis dich. So, Spiel entwickeln. Zufälliger Name. Ja. Rennspiel ist immer noch bei 65. Oh, warte mal. Unbeliebt. Beliebt zu 65%. Zu 43%. Beliebtheit der... Oh. Das ist ein Trend. Machen wir mal Adventure. Ja, auch wieder Mode, ne? Damit wir hier die ganzen Sterne haben. Also die Main-Plattform ist natürlich Tabel 1, weil wir haben dort schon sehr viel Sachen. Und hier kommen neue Features rein. Und starten mal das Ganze hier. So. Können wir die hier noch zu beauftragen? Keine Themen.
Können wir die hier noch aufbetragen? Ein B plus. Oh, nee. Können wir nicht, weil wir nur noch gerade im Minus sind. Kommt, Leute. Ich mach das jetzt berühmt. Entwicklung fortsetzen. Oh, aber wir sind jetzt schon bei 75.000. 45 Dings, meine ich. Das hier hat auf jeden Fall Plus gemacht. Das ist noch minus 35 im Minus. Oh, wir haben 100.000. Oh. Die Fans meinen, dass Mario Marlo Party zu einfach wäre. Eine höhere Spiellänge beim Marlo Party gewünscht. Ja, kann ich ändern. 917 schon. Ja, 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 das Marlo Party 2 wird definitiv besser. Okay. Leute, in der nächsten Folge werden wir eine Fortsetzung... Ah, Full Life wurde leider zurückgepackt. Das heißt, Marlo Party muss jetzt ein Hit werden. Oder aber, not so good and evil. Mal gucken. Leute, wir müssen auf jeden Fall einen zweiten Teil von Marlo Party bald rausbringen. Allerdings kann man das noch nicht, weil es halt noch nicht geht, logischerweise. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne liken, Abo und Kommentar da. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall das hier weiter programmieren. Schaut auf jeden Fall auch meine Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut außerdem auch bei SCNX vorbei, das ist ein Bot für Discord, wo ihr sehr viele Dinge selber einrichten könnt, beziehungsweise selber auch tatsächlich den Bot benennen könnt. Also nach Belieben. Es ist dein eigener Discord. Schaut einfach in den Link ganz oben vorbei, denn dort seht ihr auf jeden Fall den SCNX-Bot-Link. Habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein und euer Sandro. Ciao, ciao.